Nun, gesegnete Leute, the Lord Jehovah Elohim, der Herr Jehovah Elohim, Jehovah El Olam, Jehovah El Olam, Jehovah El Yon, Jehovah El Yon, Jehovah El Shaddai, Jehovah El Shaddai, Jehovah El Jireh, Jehovah El Jireh, Jehovah El Gibor, Jehovah El Gibor, Jehovah El Ochenu, Jehovah El Ochenu, Jehovah Rohi, Jehovah Rohi, Jehovah Sabaoth, Jehovah Tzebaot, Jehovah Hoseinu, Jehovah Hoseinu, Jehovah Mekadishken, Jehovah Mekadishken, the Lord our Sanctifier, der Herr, der uns heiligt, Jehovah Elohecha, Jehovah Rapha, Jehovah Rapha, he has spoken with me. Er hat mit mir gesprochen, the mighty God of Israel, der mächtige Gott von Israel, has spoken with me this past night, blessed people. Er hat mit mir diese vergangene Nacht gesprochen, gesegnete Leute. It was the morning hours of today. Hin zu den Morgenstunden von heute. And in that conversation, there are three conversations. Und in dieser Unterhaltung, es gibt drei Unterhaltungen, that I want to share with you, die ich euch mitteilen möchte, that the Lord has spoken today, die der Herr heute gesprochen hat. Number one. Nummer eins. There is a crippled girl that is going to walk. Es gibt ein verkrüppeltes Mädchen, welches gehen wird. But now I have already been called that the news has reached our studios. Aber jetzt wurde ich bereits angerufen und die Nachrichten erreichten unsere Studios. The crippled girl, it is a girl. Das verkrüppelte Mädchen, es ist ein Mädchen. And I saw the hair as though they have tied matuta. Und ich sah das Haar, als wenn sie es zusammengebunden haben. Matuta meaning the tying. Matuta bedeutet die Weise, wie es gebunden wurde. The tying of hair. Wie das Haar gebunden wurde. Different pieces. In verschiedenen Partien. Who is crippled and is going to walk. A very powerful testimony. Sie ist verkrüppelt und wird gehen können. Ein sehr mächtiges Zeugnis. In the dream, im Traum, the Lord already brought her, hat der Herr sie bereits gebracht. And I walked with her into their house. Und ich ging mit ihr hinein in ihr Haus. In the house there, in dem Haus dort, and held the hand, walked with the crippled girl, tremendous time, und habe die Hand gehalten. Ich ging dort mit dem verkrüppelten Mädchen. Enorme Zeit. So the Lord is raising cripples. It's a very powerful time. Nun, der Herr erhebt Krüppel. Es ist eine sehr mächtige Zeit. Very powerful hour in the church. Very mighty hour. Sehr mächtige Stunde in der Gemeinde. Sehr mächtige Stunde. This is such a stunning moment in the house of the Lord. Dies ist solch ein erstaunlicher Moment in dem Haus des Herrn. As I was preparing to come to tell you about that. Als ich mich vorbereitet hatte, um zu euch zu kommen und euch darüber zu berichten. Krippel, that the Lord spoke with me this past night. Ein Krüppel, über welches der Herr mit mir sprach, diese vergangene Nacht. And even brought her and I walked with her in the house. Und er brachte sie sogar und ich bin mit ihr im Haus gegangen. It's a girl. Es ist ein Mädchen. So immediately they called me. Und nun sofort riefen sie mich an. They called me from the studio that there is a miracle. I said, it is a girl. Sie riefen mich vom Studio an, dass es ein Wunder gibt. Ich sagte, ist es ein Mädchen? And she tied the hair matuta. And walked in the house. Und ihr Haar war zusammengebunden und sie ging im Haus. Because I already walked today in the night. Denn ich bin mit ihr bereits in der Nacht gegangen. As the Lord took me to that house. Als der Herr mich zu dieses Haus brachte. So there is a cripple, it's a girl. Nun, es gibt ein Krüppel. Es ist ein Mädchen. And she has tied the hair, matuta. Und sie hat das Haar zusammengebunden. So that is going to walk. Und sie wird gehen können. And then, und dann. So I've already received the news that they have reported. Nun, ich habe bereits die Nachrichten erhalten, dass sie es im Studio berichtet haben, that she has walked, the cripple has walked. Dass sie gegangen ist, ein Krüppel ist gegangen. Number two, Nummer zwei, the Lord showed me in the night, der Herr zeigte mir in der Nacht, the tremendous cloud of God, die enorme Wolke Gottes. But this time what the Lord did, aber zu diesem Mal, was der Herr tat, he lifted me up above the sky. Er hebte mich hoch über den Himmel. And I saw him arrive. Und ich sah, dass er erschien. The way he came to Kisumu. Die Weise, wie er nach Kisumu kam. Exactly like a tornado. Genau wie ein Tornado. Like a funnel, that's how he came. Wie ein Trichter, so kam er. And he touched down. Und er kam nach unten. But I was seeing him from above. Aber ich sah ihn von oben. This time I saw him from above. Dieses Mal sah ich ihn von oben. The Lord lifted me up into the heaven. Der Herr hebte mich hoch in den Himmel. So I could see
sodass ich ihn sehen konnte. Visiting the earth. I saw the huge cloud. Er besuchte die Erde. Ich sah die riesige Wolke, welche die Erde besuchte. The same shape. Die gleiche Form. The same appearance. Das gleiche Erscheinen. The same way you saw in the year 2000. Die gleiche Weise, wie ihr gesehen habt, im Jahr 2012. In Kisumu, als ich den Herrn rief, um zu kommen, sodass er besucht. And the same way you saw. Und die gleiche Weise, wie ihr gesehen habt. Again in Kisumu, the year 2019. Nochmals in Kisumu, das Jahr 2019. December 22nd. 22. Dezember. The same shape, the same formation. Die gleiche Form, die gleiche Formierung. How he came. Wie er gekommen ist. Wrapped in that cloud. Umhüllt in dieser Wolke. But today, what the Lord did, he lifted me up. Aber heute, was der Herr tat, er hebte mich hoch into the heaven, hinein in den Himmel, so I could see his cloud, sodass ich seine Wolke sehen konnte, touching down on the earth. Kam hinab auf die Erde. So I looked at the cloud, nun, ich schaute auf die Wolke, his cloud from above, seine Wolke von oben, super glorious from above super glorious, super glorreich von oben super glorreich, blinding glorious. Göttlich, glorreich. So there is a visitation of God the Father. Nun, es gibt einen Besuch von Gott dem Vater, that is going to take place on the earth. Der auf der Erde stattfinden wird. A very big visitation. Ein sehr großer Besuch. The timeline, I do not know. Ich weiß nicht Bescheid über die Zeitachse. But there is a visitation, a big visitation. Aber es gibt einen Besuch, einen großen Besuch. So I am announcing to the angels in heaven. Nun, ich verkünde zu den Engeln im Himmel. And I'm announcing to the nations of the earth. Und ich verkünde zu den Nationen der Erde. That I have seen the Lord God, the Lord of hosts. Dass ich den Herr Gott gesehen habe, den Herrn der Herrscharen. The God of Israel, God the Father. Der Gott von Israel, Gott der Vater. Coming to visit the earth. Kommt, um die Erde zu besuchen. The Lord Elohim, der Herr Elohim, Jehovah Elohim, my friend, Jehovah Elohim, mein Freund, the one that takes people to hell, derjenige, der die Leute in die Hölle bringt, and also takes people to heaven, und auch die Leute in den Himmel bringt, the creator of everything, the one that sent us Christ Jesus, the Messiah, as Lord and Savior, der Schöpfer von allem, derjenige, der uns Christus Jesus, den Messias, als Herrn und Erretter gesendet hat. He is coming to visit the earth. Er kommt, um die Erde zu besuchen. The exact meeting he has not told me. Er hat mir nicht das exakte Treffen genannt. Nummer drei. Then while I was asleep, dann, während ich im Schlaf war, then the Lord speaks after showing me the cloud. Der Herr sprach, nachdem er mir die Wolke zeigte. Then he says, dann sagte er, Ascension of the Christ. Christi Himmelfahrt. Remember, erinnert euch an the ascension of the Christ. Die Christi Himmelfahrt. Remember, erinnert euch an the ascension of the Christ. Die Himmelfahrt Christi. So that shocked me very much and I jumped up, I woke up. Nun, dies schockierte mich sehr, als ich hochgesprungen bin und aufwachte. So I do not know how to put all that together. Nun, ich weiß nicht, wie ich all dies zusammenstellen soll. I'm still waiting for the Lord to unveil this more, the third conversation. Ich warte immer noch auf den Herrn, dass er dies mehr offenbart, die dritte Unterhaltung. By voice. Per Stimme. After showing me the cloud. Nachdem er mir die Wolke zeigte. And how the cloud is funneling up like this. I am seeing the cloud from the heaven. Und wie die Wolke sich so etwa hochleitet. Ich sehe die Wolke vom Himmel. And I see the super glory. Und ich sehe die Superherrlichkeit. Super glory. Super Herrlichkeit. From above, how the cloud is super glorious. Von oben, wie die Wolke super glorreich ist. And then now the voice says, und dann sagt jetzt die Stimme, remember the ascension of the Christ. Erinnere dich an die Christi Himmelfahrt. That was literally when Christ was raptured. Dies war förmlich, als Christus entrückt wurde. So when I woke up, I was a bit stunned. Nun, als ich aufwachte, war ich ein wenig fassungslos. What did God say? Was sagt Gott?
Because remember when he says by voice. Denn erinnert euch daran, als er per Stimme sagte. Remember the ascension of the Christ. Erinnere dich an die Christi Himmelfahrt. We know that Christ was raptured at Bethany. Wir wissen, dass Christus bei Bethanien entrückt wurde. That was the rapture of Christ. Dies war die Entrückung von Christus. So I cannot put it together. Nun, ich kann es nicht zusammenstellen. But I understand that the Lord is saying. Aber ich verstehe, dass der Herr sagt. Remember the rapture. Erinnere dich an die Entrückung. The Messiah is coming. Der Messias kommt. Thank you. Danke.